Willkommen zurück zu Dishonored 1, Blade of Dunwall immer noch. Wir sind lustig flockig unterwegs. Ich möchte einen Wal töten, habe ich mir gerade so vorgenommen. Weiß nicht, ob das unbedingt das gute Tat zählt, aber ich habe einfach beschlossen, ich möchte das. Ich muss dafür leider bloß noch ein paar Leute rausnehmen, die hier doof rumlaufen und mich nerven. Das ist... Aua! Das war überraschend einfach. So, wie gesagt, ich möchte einen Wal umbringen. Wie viele Betäubungspfeile habe ich eigentlich? 12. Ich denke mal, ich könnte es mir eigentlich leisten, die beiden Typen einfach mit einem Pfeil rauszunehmen. Oder zumindest einen davon. Ja, so wie ein Verdauen. Wenn diese Typen bloß nicht immer so laut wären beim Umkippen, ne? Aber prinzipiell dürften die ja sowieso nicht führen. Ach, hier stehen noch mehr Energietanks rum. Naja. Eins. Frag mich übrigens, durch was fließt eigentlich das Walöl? Hier oben ist ja. Ach, hier oben ist ja so. Damit du doch gar nicht gegen Baum fahren kannst, hier so eine Nachfüllstation. Da wirklich nichts schief gehen kann. So. Der arme Wal. Arme Tier. Naja, der ist hinter sich. Obwohl ich sowas nicht gut finde, wenn der... Wenn der Tod die letzte Gnade ist. So, hier wird das haben wir auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das sowieso die menschlichste Lösung ist. Prinzipiell ist ja eigentlich Wasswit verhören eigentlich besser, oder? Ich meine, das große Boom scheint mir jetzt nicht unbedingt die menschenfreundlichste Lösung zu sein. Weil eigentlich ist das ganze Ding hier in die Luft zu ist ja irgendwie eher Chaos als alles andere, oder? Also gibt es da nicht irgendwie eine bessere Lösung, die vielleicht nicht darauf basiert, alle Leute zu töten? Ich weiß nicht. Bin mir da noch sehr unsicher, ob der moralischen Standhaftigkeit meiner Entscheidung. Genau, das ist die andere Halle. Wenn ich ja sage, hältst du dann die Klappe? Das ist so unfassbar laut. Jedes Mal aufs Neue erschrecke ich mich. Ich hasse diese Wahltypen. Ich weiß ja nicht. Das ganze Bude hier in die Luft jagen scheint mir irgendwie nicht die beste Idee zu sein. Also prinzipiell spiele ich damit ja fremden Interessen ins Spiel. Hier war doch noch einer, oder? Es war laut, aber es hat geholfen. Der Typ ist tot. Was macht der Typ da eigentlich? Der rennt hier mit aktivierter Säge rum und verbraucht übel Strom. Was soll das bringen, frage ich mich. Granaten.
Luca, wir haben die sich über den schlafenden Aufsehern gefunden. Probier beim nächsten Mal, den du zerkleinern musst, diese tief in den Körper zu stecken. Sie sollten das Fleisch zart machen. Und selbst wenn nicht, solltest du deinen Spaß haben. Also pass auf, dass du dich selbst in die Luft jagst. Oh, da ist ja noch einer. Ich hoffe, der kann mich dadurch nicht sehen. Warum muss ich das jetzt sprengen? Nein, doch nicht. Ich dachte schon, ich muss mich jetzt hier durchsprengen durch das Vieh. So, die Knochenartefakte haben wir bald alle. Da fehlt nur noch das eine im Tresor. Wo ich ja scheinbar leider die Kombination vergessen habe. Was ist denn links? Komme ich da oben rüber? Oben auf dem Dach ist noch eine Rune. Wie soll ich denn da rankommen? Ich meine, die verlegte Rune irgendwie tiefer? Okay, das sehe ich ein. Da komme ich bestimmt noch irgendwie ran, aber... Warum habe ich die eigentlich noch nicht? Ich kann mich dunkel erinnern, ich bin doch eigentlich durch diesen Gang hier reingekommen, oder nicht? Naja. So, die Rune aus dem Wartungsraum, die haben wir. Wo kommt er denn her? WTF? Locker? Der war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, der Typ. Wo kam der denn noch einmal aus dem Nichts her? Kommt doch immer so ein komischer Typ mit so einem Messer in der Hand. Um der Gehbogen. Mann, so viel zum Thema Geisterachievement. Naja, ich lasse es jetzt so. Da war ich einfach unvorsichtig, weil ich dachte, ich hätte schon alle Typen hier rausgenommen, hier so. Warum muss es denn hier so laut sein? Trotzdem stellt sich mir die Frage, wie komme ich hier am besten aufs Dach hoch? Vor allem, wie kann es denn hier drin, hier draußen eigentlich so laut sein? Ich stehe eigentlich schon in so einem Außenbereich. Langsam, aber sicher haben wir ja auch alle Leute, die Griffen, die man so greifen kann. Ich weiß ja nicht, die Explosion von der ganzen Bude hier. Ob ich da nicht den falschen Leuten in die Hände spiele? Ist mir ja nichts. Was waren die denn hier? Ihre eigene kleine? Exit? Ach so. Ach, hier könnte man auch raus, das ist ja schön. Na gut, wenn man möchte. So, hier kann ich jetzt hochkrabbeln oder was? Sieht zumindest so aus, als würde ich hier unter das Dach kommen. Ne, da wollen wir ja hin. Na? Ist hier oben eigentlich noch. Wie soll man hier nicht regulär hinkommen, Freunde? Ihr habt euch das vorgestellt. Soll man halt nicht sich von A nach B teleportieren, gibt's hier irgendwo einen Lastenaufzug? Wie bin ich da bitte schon alle Stockwerke runtergefallen? WTF. So, ein Elend. Ich hätte ja auch Bunbury von einem Wal fressen lassen. Das wäre lustig gewesen. Hab ich aber nicht. Oh, nützlich, ich hätte es gerade geschafft, dass ich da so... War der eigentlich prinzipiell... Ach so, ich bin hier an der Seite runtergefallen. Kann das sein, dass da hinten so ein Pult ist, das nach oben funkt? Nee. Ich glaube, ich hätte mit diesen Wahlventilen hier nicht anfangen sollen. Ich glaube, das ist erst so laut, seit ich die Dinger angemacht habe. Davor war die relativ still. Ah ja, okay. Wir sind oben. Warte mal, in Schlachthof bleiben. Die Frage ist, wenn ich jetzt die Zone wechsle, bleiben die ganzen Typen da liegen, wo sie liegen. Da liegt das Ding. Ach, da oben. Das ist ja quasi erreichbar, das wäre ja gleich. Also über das Dach wäre man auch reingekommen. Ich
Wird gut geschrieben? Du bist in Sicherheit. Hier kann dich niemand finden. Niemand. Niemand kann dich hier erreichen. Ich selbst bin bei dem Versuch fast umgekommen und ich bin ein besserer Kletterer als alle anderen. Aber du hast mir die Kletterklauen gegeben. Du willst mich so sehr, wie ich dich will. Wir werden hier bleiben, bis wir uns vergessen haben. Wir werden so lange hier bleiben, wie wir müssen. Ich bin müde. Verlass mich nicht, während ich schlafe, denn ich brauche dich. Ich werde so lange bleiben, wie ich kann. Für immer. Also wie werden die Leute in der Regel immer ziemlich irre, wenn sie von so einer Rune belastet werden. So, Wahl-Eventil 3, 4. Es gibt hier so einige Orte, wo ich mich wirklich frage, wie stellen die Leute sich das eigentlich vor, wie sie da hinkommen wollen. Laut! Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Nein. Das Momentum wird beibehalten. Das ist natürlich ärgerlich. So, jetzt fehlt immer noch die Tresorkombination, ne? Tja, die werde ich wahrscheinlich nicht erfahren, nehme ich mal an. Na gut, wie muss sein. Nächstes Schiff in 7 Tage. Das könnte ich natürlich noch Worthwhite verhören. Was haben wir hier noch? Wahlwiegesektion. Was Interessantes. Die Typen. Immerhin ist niemand gestorben. Das ist doch schon mal viel wert. So, habe ich noch was vergessen? So, eine Knochenartefakt, was ich nicht holen kann. Ansonsten. Oh. Ich nehme an, so langsam, also hier geht hier alles hoch. Und auf den Feld. Finde. Was soll ich dafür machen? Warte mal, was ist denn das für eine. Ja. Eine Kiste für Lebenfracht zum Ball dem Versand. Moment, wo war denn das? Wo war denn die verdammte Kiste für Lebenfracht? Da muss ich mal noch Bandui nochmal schnappen. Die Kiste für Lebenversand. War bestimmt in diesem Nebenraum, oder? Da. Ich glaube, Mr. Rothwild. Weit nicht mehr unter uns. Was? Verflucht! Du Hexe! Das hätte ich nicht machen dürfen. Ah! Na gut, dann ist er jetzt tot. Das ist aber gar nicht so gut. Ich wollte ja nicht gar nicht, dass er stirbt. Na gut. Dann ist das wohl nicht mehr möglich. Das weinende Auge, das ist ja. Was soll ich denn dafür machen, Freunde? Blitzmin überlassen. Ach, wenn die Druckventile im Raum drüber ist. Ach, das ist ja schön. Oh, das mit der Alarmanlage war vielleicht gar nicht die beste Idee. Kann sich ja eigentlich niemand in Sicherheit bringen, ne? Sind uns Gegenstände? Stechkalfatin, ja. Ich habe das Rezept der Lumpengräfin. Dafür müsste ich ja erstmal wissen, was das Rezept ist. Okay, gibt es dafür nicht noch mehr Informationen, Freunde? Tja. Das Rezept der Lumpengräfin. Da müsste ich ja erstmal wissen, was das Rezept der Lumpengräfin ist, oder? Warte mal. Das interessiert mich ja nochmal, was da genau war. Schlachtersreif, Haare vom Walöl, aber Fleischtuch noch gesandt. Ah, ne, das war das falsche Ding. Das Leid des Leviathans. Haben wir schon gesehen. Verarbeitung mit Hiss. Audiographen. Stechkarte, mal bis junge Jahre am Blutetod, Schaumschlag. Mysteriöser Gegenstand, ja, das war das Ding. Verhör. Rattengift. Ah, Rezept der Lumpengräfin, das ist doch. Die Backbord-Augen von gerade gestorbenen Wal. Ab damit den Kopf, dann muss ich schauen. Weiner. Ah. Alles klar. Ich weiß, was zu tun ist. Lauf. Sind die runtergefallen? Ja, auch keine Türen sind, so ein Elend. Jetzt hier muss ich rumlaufen, oder? Ja, muss ich. Ja, ich bereue es bitterlich, schon die ersten Ventile aufgetrieben zu haben. Ich hätte die einfach alle zulassen sollen, bis es soweit war. So ein verdammtes Elend. Ach, ich hätte vor allen Dingen Worthwhite einfach in die Kiste für den Lebenversand packen sollen. Waren die überhaupt? Die war hier irgendwo, oder?
Ach, verflucht. Das ist eigentlich so ein Elend. In den Topf der Gräfin. Okay, also das haben wir. Also gut, dann sind wir also hier drin tot. Ich brauche da jetzt nur das Wahllauge. Ich dachte, der Topf ist in diesem Vorraum hier. Na gut. Ich will ja trotzdem nochmal gucken, wo eigentlich die Kiste mit dem für den Nebenversand war. Würde mich ja trotzdem nochmal interessieren, ob die irgendwo hinstand. Ich ist ja komplett vergessen, wo die war, ne? Tja, anscheinend nicht mehr auf Treppe. Na gut. Machen wir halt die Wahllauge. MG Ames hat es auf jeden Fall faustdick in den Ohren, muss man sagen. Ich frage mich übrigens, wie sie überhaupt noch was erzählen will, wenn hier alles hochgeht. Das sehe ich ja irgendwie nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ein Fehler gemacht. Ich bin mal gespannt, ob MG noch was zu sagen hat, wenn die Kugel hier hochgeht. Erledigt. Die Zeit ist knapp. Und nun zur Delilah. Sie segeln in trüben Gewässern, Assassine. Nun, es heißt, einer von Rothwilds Geschäftspartnern hätte ihm das Schiff günstig abgetreten. Ein gewisser Justiziar Arnold Tipsch. Sie wollten einen Teil des Walöls auf dem Schwarzmarkt verkaufen, statt es dem Nordregenten zu geben. Verrat. Sind Sie deswegen hier? Ich habe meine Gründe. Der Schwarzmarkt interessiert mich nicht. Interessant. Ist nämlich nur die halbe Wahrheit. Arnold Timsch hat Rothwild das Schiff verkauft, weil er Angst vor dessen Namensschwester hatte. Timsch hatte sich in eine Malerin namens Delilah verliebt. Der Skandal des Jahres. Ein schrumpeliger alter Kauz, der sich wegen eines Dienstmädchens wie ein alberner Schuljunge benimmt. Soll ich raten? Es ging nicht gut aus. Tut es nie. Aber hier wird's mysteriös. Etwas muss ihm Angst eingejagt haben. Er verließ das Mädchen über Nacht und verhökerte das Schiff zum Spottpreis. Dabei ist Timsch nicht gerade zart beseitet. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, fragen Sie ihn doch selber. Aber er wird es Ihnen kaum verraten. Sind wir wohl fertig. Treffen uns draußen. Ich jetzt das gute Bestechungsgeld oder was? Unmöglich? Achso, weil ich mich teleportiert habe von A nach B. Oha. Moment, hier bin ich falsch. Also, wovor habe ich eigentlich die ganzen Leute verschont? Hä? Habe ich ja nicht ein Zeitlimit? Ich frage mich übrigens ernsthaft, warum die Typen auf einmal wieder alle dastehen. Na gut, egal, ich bin sowieso schon durchgedeckt. Zum Schlachthausruf gehen. Das finde ich irgendwie komisch, warum stehen die auf einmal alle wieder? Das ist wie aus dem Nichts, auf einmal sind die wieder alle nicht mehr bewusst, sondern. Das ist der Hexenfluch. Warnung! Der Gegendruck in den Rohren hat den Grenzwert überschritten. Alle Mitarbeiter müssen sofort das Gelände verlassen. Ah ja. Topf der Gräfin. Schön. Da wollen wir hin. Ich ärgere mich übrigens auch noch wegen der Tresorgeschichte, ne? Dadurch habe ich jetzt einen Knochenartefakt nicht gekriegt. Haben wir hier noch Beute hier? Da finde ich es groß. Wow. Kann ich hier noch was leveln? Na, teleportieren kann ich. Zum Glück war es nur ein Knochenartefakt. Aber hier muss ja trotzdem was übersehen haben. Der Hans da ist. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das hier alles so brutal hier gleich explodiert. Und vor allen Dingen da oben, die Wachen, sind doch komplett chillig. Och, kommt eine Explosion. Ist nicht mal doof, wenn man einen ab. So, wie
Das finde ich immer doof, so die ganzen. Also ich habe mir vorher auf dem Weg hierher so viel Mühe gemacht, alle Leute wegzuwirken. Auf einmal sind die wieder alle da. Was soll denn sowas? So. Und jetzt? Oh. Ach so, ich brauche noch mehr Sachen. Oh. Oh. Ups, verdammt. Ich habe natürlich wieder die Hälfte vergessen. Ne? Rezepte liegen noch so. Ab dem Weiner, du musst gehen, kann ich auf den Boden. Ist so ein Schal. Weiner, du musst gehen, kann ich auf den blutroten Boden sehen. Sich in der Nähe des Rothwild Schlachthauses. Weil ich hatte das jetzt nur ein Teil, oder muss ich jetzt. Ich weiß, dass du hier bist. Und muss ich jetzt irgendwo noch einen Weiner finden? Den blutroten Boden sehen. Brauche ich also quasi nur Blut, oder? Hatten wir irgendwo noch einen Weiner hier? Gab es hier irgendwo welche? Ich meine, ich muss quasi einen Weiner dafür töten. Verdammt! Na gut, so viel dazu. Ach, so ein Elend. Na gut, dann halt nicht.